Moin, ich heiße euch willkommen zu einem Bahnhofsporträt. Und zwar keinem klassischen, bei dem ich bloß die nackten Fakten abarbeite, sondern einem mit persönlichem Einschlag. Wir sind in Hämeler Wald, auf der 1843 eröffneten Strecke Hannover-Peine, die 1844 bis Braunschweig verlängert wurde und via Helmstedt weiter nach Magdeburg führt. Eine der wichtigsten West-Ost-Verbindungen Europas, was in erster Linie für den Güterverkehr gilt, während schnelle Reisezüge die nördlichere Lehrter Bahn über Wolfsburg und vorbei an Stendal nutzen. Ein Bahnhof Hämeler Wald existierte zunächst ebenso wenig wie ein gleichnamiger Ort. Rechts und links der Gleise erstreckte sich lediglich der Hämeler Wald. In zwei Worten, benannt nach dem einige Kilometer entfernten Hohen Hameln. Ganz in der Nähe lag jedoch das Gut Adolfshof und dessen Pächter Hermann Heinrich Siemering sagte sich, ha, so ein Bahnanschluss wäre verdammt praktisch, um mein Holz in die große weite Welt zu spedieren. Flugs stellte einen entsprechenden Antrag bei der Hannoverschen Staatsbahn, den diese zunächst abwies, weil an der Strecke im Hämeler Wald lediglich ein paar bahneigene Beamtenwohnhäuser standen. Für eine Verkehrsstation sei mindestens ein normales Wohnhaus erforderlich. Also ließ der findige Siemering 1848 neben dem Bahnübergang eine Gastwirtschaft errichten, um die sich weitere Häuser gruppierten, weshalb die Staatsbahn nicht umherkam, den versprochenen Bahnhof anzulegen. Heute zählt Hämeler Wald, mittlerweile ein Stadtteil von Lehrte, über 5000 Einwohner. Seine Keimzelle, das Gasthaus Rodinos, steht wie eh und je neben den Gleisen und ist trotz der Erschütterungen aus 175 Jahren Bahnverkehr nicht in sich zusammengestürzt. Bekannt ist Hämeler Wald vor allem durch seine häufig im Verkehrsfunk erwähnte Autobahnanschlussstelle an der A2. Der Bahnhof zählt zu den eher unspektakulären Betriebsstellen im Netz der DB AG. Er besteht aus zwei durchgehenden Haupt- und zwei Überholungsgleisen und verfügt über einen Haus- sowie einen Mittelbahnsteig. Alle Nebengleise sind abgebaut, unter anderem das Stumpfgleis im Ostkopf, auf dem bis zur Jahrtausendwende Kesselwagen von der Schiene auf Kuhlemeier Straßenroller wechselten, um die letzten Kilometer zum Kraftwerk Mehrum zurückzulegen. Nahezu in Vergessenheit geraten ist, dass von 1896 bis 1956 die Möglichkeit bestand, vom Bahnhof Hämeler Wald Ost über die 31 Kilometer lange Hildesheim-Peiner Kreiseisenbahn via Hohenhameln und Klauen nach Hildesheim zu reisen. 1965 rollten die letzten Güterzüge, wenig später folgte der Abbau. Heute sind sämtliche Spuren der Kreisbahn getilgt und an den Bahnhof Hämeler Wald Ost erinnert nichts mehr. Daher zurück auf die Hauptbahn Hannover-Braunschweig. Die ist seit 1976 elektrifiziert und kurz vor Unterspannungssetzung der Oberleitung zog sie etliche Fotografen an, weil auf ihr, als einer der letzten Strecken Westdeutschlands, relativ viele dampflokbespannte Güterzüge unterwegs waren. 1982 ging im neuen Empfangsgebäude das Spurplanstellwerk HF in Betrieb und löste die mechanischen Stellwerke HW, HMF und HO ab. Es ist noch immer örtlich besetzt und steuert neben dem Bahnhof die aus zwei Weichen bestehende Überleitstelle Ramhorst. Der dank seiner langen Schließzeiten berüchtigte Bahnübergang in der Niedersachsenstraße wich im Jahr 2000 einer Eisenbahnüberführung. Anstelle des direkt am östlichen Bahnsteigende gelegenen BÜ wurde 2007 ein Tunnel für Fußgänger und Radfahrer gebuddelt, der auch den Zugang zum Mittelbahnsteig herstellt. Zuvor war dieser aus Richtung Norden nur über den BÜ, von Süden mittels einer Fußgängerbrücke erreichbar, die einen schönen Blick über die Bahnanlagen bot. Bedient wird Hämeler Wald seit 2015 durch die Westfalenbahn mit der RE-Linie 70, die im stündlichen Wechsel von Rheine bzw. Bielefeld über Löhne, Minden und Hannover nach Braunschweig verkehrt und durch einen zusätzlichen Pendel Hannover-Braunschweig auf einen annähernden Halbstundentakt verdichtet ist. Die Fernverkehrslinien 55 und 56 passieren Hämeler Wald ohne Halt mit maximal 140 km/h. Dank der zahlreichen Güterzüge bringt es die Strecke auf mehr als 300 Fahrten pro Tag. Außerdem muss sie bei Störungen und Bauarbeiten auf der Lehrter Bahn zusätzlichen West-Ost-Fernverkehr bewältigen.
Hemmelwalds Nachbarbahnhöfe sind Lehrte im Westen und Peine im Osten. Auf halber Strecke nach Pane liegt außerdem der Haltepunkt Föhrum. Das wäre eigentlich alles, was zu diesem unscheinbaren Stationchen zu sagen wäre. Aber ich habe ja versprochen, diesem Video eine persönliche Note zu verpassen. Ich lernte Hemmelerwald am 27. Juli 1994 kennen. Wie meine Stammzuschauer wissen, war ich seinerzeit viel mit dem Schülerferienticket unterwegs. Und so verschlug es mich an diesem sonnigen Mittwoch endlich einmal in diese Gegend. Zunächst stieg ich in Föhrum aus dem Eilzug, ohne eine Vorstellung davon zu haben, was mich hier erwartete. Ich hegte die Hoffnung, dass einiges los sein könnte, weil auf der parallelen Verbindung Lehrte-Wolfsburg der Ausbau zur Schnellfahrstrecke lief, dort auf vielen Abschnitten eingleisig gefahren wurde und der Fernverkehr zwischen Hannover und Berlin über Braunschweig und damit auch durch Hämelerwald rollte. Das konnte man im Kursbuch entnehmen, aber ich hatte null Ahnung vom Umfang des Güterverkehrs. Das änderte sich unmittelbar nach Ankunft in Föhrum. Es rollte. Im Blockabstand. Was ich anfangs für einen Ausreißer nach oben hielt, war der Standard. Zwischen Intercities, Interregios und Eilzüge quetschten sich Güterzüge ohne Ende. Meist bunt gemischte Dinger mit den Baureihen 140 und 143. An jenem 27.07.94 wanderte ich von Föhrum nach Hämelerwald, wo ich am Nachmittag auf der erwähnten Fußgängerbrücke stand und kaum glauben mochte, dass es auf dieser bislang von mir verschmähten Strecke dermaßen brummte. Von der heimischen Rollbahn Hamburg-Bremen oder der Magistrale Hamburg-Hannover war ich einiges gewohnt, aber dort waren tagsüber fast keine Güterzüge in der fotogenen Nord-Süd-Richtung unterwegs. Hier auf der West-Ost-Achse gab es zum einen kein Problem mit dem Gegenlicht und zum anderen war der Güterverkehr ziemlich gleichmäßig verteilt, sodass sich die Züge mal in der einen, mal in der anderen Richtung stauten, wobei ich mich an keine dickeren Störungen mit längerem Stillstand erinnere. Ein Fahrdienstleiter erwähnte seinerzeit die Zahl von 328 Zügen. Ob das ein Spitzen- oder Durchschnittswert oder jener des Vortages war, weiß ich nicht mehr. Angesichts des endlosen Hin und Her auf den Gleisen erscheint mir das jedoch als durchaus realistische Angabe für einen stinknormalen Di, Mi, Do oder Fr. Damals wie heute habe ich mir auf meinen Touren selten Notizen gemacht. Doch am 10. April 96 trieb ich mich 9,5 Stunden in Föhrum und Hämelerwald herum und dokumentierte jeden Zug mit Fahrtrichtung und Bespannung. Für die Statistiker: insgesamt zählte ich 132 Züge, davon 74 Güter- und Lokzüge. Hochgerechnet auf den kompletten Tag wären das 333. Am häufigsten, nämlich 39 Mal, ließ sich die Baureihe 140 blicken, gefolgt von der 103 mit 27, der 143 mit 20 und der 110 mit 19 Leistungen. Angesichts dieser überschaubaren Vielfalt würde heute manch einer gähnen. Meine legendärste Erinnerung an den Hämelerwald datiert vom 26. Juli 95. Jeden Mittwoch, so stand es in den Hobbygazetten, verkehrte ein Lokzug vom Ausbesserungswerk Dessau nach Seelze, der aus den verschiedensten Baureihen bestand. Extra für diesen Zug fuhr ich mit einem Kumpel nach Hämelerwald und wie geschockt waren wir bei der Ankunft, als der von einer blauen Bügelfalten 110 geführte LZ bereits in der Überholung Richtung Lehrte stand. Er war also schon am Bahnsteig vorbei, konnte seine Reise sekündlich fortsetzen und auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Es blieb mir nur eins. Ich musste durch den Wald hetzen und den Zug ein- oder besser noch überholen. Dass es südlich der Gleise und somit auf der Sonnenseite eine Straße gab, wusste ich damals nicht. Also kämpfte ich mich auf der Nordseite über Waldwege durch, während der Verkehr gen Westen zu meinem Glück stockend lief und das Objekt der Begierde nicht vom Fleck kam. So gelang es mir tatsächlich, den Lokzug zu packen und ich hätte ihn sogar von der Südseite erlegen können, wenn er sich ein paar Sekunden später in Bewegung gesetzt hätte und ich vor ihm über den Blinklicht-BÜ westlich des Bahnhofs gekommen wäre. Das waren die fotografischen Ergebnisse dieses Sprints, einer sportlichen Höchstleistung, die leider nicht in meine Sportnote des folgenden Schuljahres einfloss, wie man hier sehen kann.
Wer über den Hämeler Wald spricht, muss auch eine fürchterliche, kaum in Worte zu kleidende Gräueltat erwähnen. Der so harmlos und idyllisch erscheinende Wald birgt ein schreckliches Geheimnis, und mittlerweile sieht es danach aus, dass es niemals gelüftet werden wird. In jener Zeit, als ich öfter an der Strecke Hannover-Braunschweig unterwegs war, wurde dort ein Verbrechen verübt, das nicht nur mich bis heute aufwühlt. Am 5. Oktober 96 verschwand die 18-jährige Jasmin Stieler aus Uelzen auf dem Weg zur Diskothek Atlantis in Braunschweig. Ihre Spur verliert sich bereits am Bahnhof Uelzen, wo sie einer Mitschülerin begegnete, der sie von ihrem Vorhaben erzählte. Ob sie anschließend mit dem Interregio um 19.28 Uhr oder dem Regionalexpress um 19.55 Uhr nach Hannover fuhr, ist unklar. Eine direkte Fahrt über Wittingen und Gifhorn scheidet aus, da samstags der letzte Zug auf der Mühlenbahn schon um 15.39 Uhr in Uelzen startete. Am 14. Oktober entdeckte ein Anwohner Jasmins in einem Müllsack verpackten und nachlässig vergrabenen Torso hinter dem östlichen Bahnsteigende in Vechelde, etwa dort, wo ich 2,5 Monate zuvor dieses Foto aufgenommen hatte. Ende Oktober 96 tauchten ihre Beine in den Ricklinger Kiesteichen in Hannover auf und im Mai 97 fand ein Jugendlicher ihren Schädel im Hämeler Wald. Jasmins Hände, aber auch Kleidung und Rucksack sind bis heute verschwunden. Zwar wurde 2008 ein Tatverdächtiger festgenommen, zu einem Prozess kam es nicht. Weil es nur Indizien, allerdings keine Beweise gab, lehnte das Landgericht Braunschweig die Eröffnung des Hauptverfahrens ab. Staatsanwaltschaft und Nebenkläger legten umgehend Beschwerde gegen diesen Beschluss ein. Das Oberlandesgericht Braunschweig bestätigte jedoch die Entscheidung des Landgerichts. Der Verdächtige wurde aus der Untersuchungshaft entlassen und Jasmin Stielers Tod ist als einer der bekanntesten Cold Cases Deutschlands auch 27 Jahre später ungesühnt. Und so schließe ich diesen Film ohne große Worte. Danke für eure Begleitung und tschüss, bis zum nächsten Mal.